der Name ist es. Mach Mapseed, I don't want to die. Oder mach Pferd. Vielleicht liegt es ja daran. Pferd, genau das. Nein, mach nicht. Oh Mann. Bist du naiv? Bla, bla, bla. Mr. Freeman. Guck, der ist es. Ja, der ist total ist green. The Green Man, der heißt halt so. Guck, der labert sogar irgendwas. The Last Dream You May. War das bla bla bla? Mapseed? Das wäre jetzt geil. Dreh ihn einfach weiter, Junge. Ja, ich glaube, das war irgendwas mit Blink oder sowas, der Mapseed gelesen hat. Ich glaube, jetzt hier stehen, okay? Ach, vielleicht reicht das schon Bild am Anfang. Blink und bla. Du hast einen Level 1 Kicker. Auf der Kommode. Da. Warte mal. Ach, Mann. Du hörst doch, wenn die Tür aufgeht. Der ist da unten. Wo ist denn der Level 1 Kicker? Da. Blinder Fisch. Dann brauchen wir ja gar nicht mehr in den Arschraum da gehen. Dann kommst du mit einer 1 Kicker in den 914 Raum? Das könnte sein, ne? Er ist fett drin, ne? Ja. Gasmaske und durch. Ich sehe da aber nichts, das ist viel schlimmer als vorher. Mhm. Oh Mann! Oh, ich sterbe, ich weiß es schon. Da steht er doch. Ja, du bist zu langsam. Zu langsam! Alles scheiße, genau. Okay, soll ich mal die Antwort von der Question of the Day vorlesen? Oh, das wäre mal interessant, ja. Und zwar haben wir da tolle Resonanz bekommen. Hier, Ring AD. Die jetzt auf meinen eigenen Channel. Videos. Arschleckenwerbung. Da gehen wir nicht rein, oder? Gesund. Kommst du dann in Level 2, Kicker? Blatt schauen wir nicht an. Nein! Hast du's? Bist du da drin beim Noten? Was ist denn da heute los? Unmöglich, oder? Wo kommst du jetzt her? Wieder zurück, da war dieses. Da war eine Sackgasse, dieses, wo im Augenwinkel mal kommt. Achso. Mann. Jetzt können wir doch rein, oder? Ja, mach. Was ist denn da heute los irgendwie? Und jetzt bricht er aus, genau. Jetzt kommt er. Boah, unmöglich echt. Das ist heute doch. Da du ist schon so eine gewisse Anziehungskraft auf SCP-173 aus. Immer irgendwie, gell? Klar, die habe ich das jetzt mal gemeint, diese Ambient Noises in der Nähe von diesen Rohren. Hm. Weiß schon. Naja, warum
brauchen wir eigentlich nicht, ne, diese Tür. Da müssen wir nicht hin, wir brauchen den Safe, oder? Eigentlich schon. Mal gucken. Oh, dann, von hier aus. Ich hab diesmal voll die Orientierung. Oh, yes! Bla bla ist nicht gut. Bla bla ist gar nicht gut. Chuck Norris, Punkt ist gut. Punkt, Falle. Jedes Mal, wenn wir es mit Punkt geschrieben haben, kam SCP-079. Wenn wir es ohne Punkt gemacht haben, kam es nicht. Erklär mir das. Ja, Zufall. Und der in dem Video, der das eben gezeigt hat mit Chuck Norris, der hat es auch mit Punkt geschrieben. Da müssen wir jetzt wieder ganz zurück. Deswegen meine ich. Zufall? Glück oder Wunder? Da ist alles offen, Mann. Ich habe es zugemacht, glaube ich. Bist du da nicht am Anfang gekommen? Die Maus. Ja, ich muss da lang. Oder? Wo ist denn der Anfang? Ich weiß es nicht, ich glaube. Der Anfang ist normalerweise da in der Richtung jetzt, oder? Echt? Ich bin nicht da lang gegangen und dann muss ich jetzt hier lang. Ja, von hier lang. Vielleicht geht es da zum Anfang. Ja, dann wissen wir es. Nein. Diese ewigen Gänge, die nichts bringen. Yes! Siehste! Junge! Und jetzt geht's nicht mit der Karte, oder? Aber wir haben die Level 2 auf. Hätte mal eigentlich mal testen können. Na egal. Ja, guck mal halt, ob du es mit der Level 1 Karte zumachen kannst. Testen es mal. War doch von innen noch? Ja, ne? Oh, jetzt standest du schon da davor. Ja, dann muss ich wieder aufmachen. Da habe ich einen sonst zusätzlich. Ja, musst du sowieso, aber wenn du die Karten versammelst, kommst du mit Level 2 rein. Okay, dann bringt die am Anfang fast nichts. Warte, wir sollten irgendwas mit Medikit machen. Und zwar Medikit auf Verify hat einer geschrieben. Kommen nicht Joints raus? Nein, dann kommt diese Strange Bottle und die hat zwei Effekte. Entweder heilt nämlich unsere Wunden, zum Beispiel. Ich hab's genommen. Achso, nee, hab ich nicht. Zum Beispiel, wenn wir angeschossen wurden. Oder das macht irgendwas komisches. Ach, very fine. Ja. Da hat Memu Likuli 36 geschrieben. Jungs, packt mal ein Medikit in 914 und dann nach very fine und lasst euch überraschen. Dann dieses Strange Bottle, genau. Nehmen? Ich weiß nicht. Also entweder sie heilt unsere Wunden, aber ich glaube, wenn wir gesund sind, hat die einen anderen Effekt. Weil er hat geschrieben, wir sollen uns überraschen lassen. Wollen wir das machen? Was kommt da denn jetzt? Ich hoffe nicht keine. Yes, wir haben die Omnicard, Junge. Also, ich komme jetzt mal zu diesen Antworten, ja? Ja, ups. Und zwar bezüglich der letzten Question of the Day. Da hat einer geschrieben, sein Lieblings-SCP ist 096, weil er so richtig hässlich ist, aber sein Geschrei ist geil. Geschrei ist geil. Also das Geschrei ist schon geil. Schon, ja. Wie der so verrückt schreit und vor allem wie schnell der rennt, ey. Übel. Dann haben wir unser Video gemacht, wie der von hinten kommt. Von hinten? SCP 096 von hinten. Und das war auch nicht ohne. Also, aber ich fand, der sah viel heftiger aus, als der neu dazugekommen ist, wo der noch so eine offene Fresse hatte. Hat er immer noch, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Also schon, aber nicht mehr so übertrieben. Ne? Da ging das Kinn irgendwie so bis da runter. Da muss ich jetzt wieder hin, ne? Ich habe ihn direkt fragen können, nee, was machst du so ein langes Gesicht? Nee, da muss ich nicht hin, da komme ich her, da ist das mit dem Gas. Und Lückenkommando hat geschrieben, sein Lieblings-SCP ist ganz klar das Hard to Destroy Reptile 682. Unzerstörbar sind die Funktionen des Körpers noch möglich bei 87% Zerstörung und ein Hass auf alles, was lebt. Genial. Hä, wie kann es unzerstörbar sein und 87% zerstört sein? Wir kennen uns das mal. Mückenkommando. Nee, es ist Hard to Destroy. Achso. Aber unzerstörbar trotzdem hat er geschrieben. Ja, schon komisch. Ja, vielleicht ist er auch nur zu 99,9% zerstörbar.
Und dann zerstört es dich. Bevor du die Gelegenheit hast, es da zu zerstören. Es ist umgangssprachlich unzerstörbar. Ja. Ist schon also nahezu. Hard to destroy. Nein, genau. Trifft es. Ja, sieht man das jetzt eigentlich oder in irgendeinem alternativen Ende? Nee, ne? Es gibt ein alternatives Ende, da spielt es eine Rolle. Indem es irgendein Helikopter zerstört oder so. Bin wieder falsch gelaufen. Bei Gate B oder so? Ich glaube schon, ja. Da müssten wir halt mal so weit kommen. Ne? Und mein Lieblings-SCP vom Konzept her, das habe ich ja das letzte Mal angesprochen, dieser ominöse Getränkeautomat. Und zwar ist das SCP-294. Könnt ihr mal nachschlagen. Auf dem SCP-Wiki. Da steht eine genaue Beschreibung mit einem mutmaßlichen Bild. Aber im Prinzip ist ja schon alles dazu gesagt. Und was war deins? Ich habe gesagt 173. Einfach weil es 173 ist, oder? Und den Safe fand ich auch ganz geil. Ja, fürs Spiel halt. Ja, naja, ziemlich. Aber es gibt ja, weiß ich, der Geier, wie viel. Du kannst Quatsch ja alles, im Prinzip kannst du alles reintun. Ja. Und dich überraschen lassen. Lass dich überraschen. Davon ist SCP-096. Ja, was ist denn das jetzt hier? Alles im Kreis oder was? Oh, mega Warhead. Nee, das ist Warhead. Ja, okay, geht da runter. Aber nicht, dass der Fahrstuhl wieder verbuggt ist. Der Fahrstuhl, der buggt dann bestimmt wieder. Oh, warum ist es schon wieder da, ey? Oh, der kommt doch nicht. Ja, du musst da runtergehen, um das alternative Ende einzuschalten, aber dann buggt der Fahrstuhl wieder. 100%, ich sag's euch. Ja, das ist ein neues Update. Vielleicht da ist was dran. Das hat er bestimmt nicht gefixt. Also runterfahren konnte man ja bisher immer, aber... Wir müssen dem mal das Video schicken. Schreib mir dazu, was soll das? Beeil dich, weil sonst kommt 106. Stimmt, haben wir ja schon mal. Nimm die West. So, und was jetzt? Mach beide off. Wir hatten das letzte Mal beide on, und dann haben wir GTA gemacht, jetzt mach beide off. Da muss ja was anderes passieren. Das knackt so. Ja. Weil der Bass too heavy ist. Ja, es wurde gefixt. Vielleicht auch weiter? Ja. Bei denen hat es immer so Oh, der ist da gejumpt, hast du gesehen? Wieso bist du jetzt da nicht hin? Weil ich den Raum hasse. Ja, da hast du es auch gesehen, wo der war. Hast du den nicht gesehen? Nein. Der ist vom Catwalk runtergejumpt. Oh, du Scheiß. Ja, und dann jumpt er wieder hoch. Na, wenn du den anguckst, nicht. Ah, wir können recontainen. Sollen wir? Ja, mach. Ah, es schürft schon wieder. Ja, ja. Geh da rein. Geh jetzt da rein, Alter. Alter! Warte doch mal kurz! Was machst du für einen Scheiß? Wir gehen raus, wenn wir ins... Oh, komm schon. Bitte. Wenn man in zwei andere Räume reingeht, dann ist es wieder weg. Oh. Dazu machen? Wunschdenken ist das. Laufender Kreis? Ja. Jetzt kommt er von hinten. Das ist vorbei, man kann sich nicht mehr recontainen. Da war's, ne? Ist immer noch da, siehst du? Jetzt geht er rein. Da drin wird er kaum sein. Keycard. Soll ich's zumachen? Ja. Bitte darum. Das ist tatsächlich da drin, Alter. Was? Der ist schwarz, oder? Gleich siehst du es ja. Was zum Henker? Ist von schwarz, oder? Ja. Oder es liegt daran, dass es dunkel ist. Ist der Weeping Angel. Geh mal hin. Echt jetzt? Ja. Warte noch, bis es blinzt, oder?
Der macht hier gar nichts. Der ist auf einer anderen Ebene irgendwie. Gleich schrei ich. Jetzt. Der kann jumpen, ne? Möchte ich an der Stelle nochmal kurz anmerken. Ne, der ist normal. Ich möchte das nicht machen. Da wird er schwarz. Ja, das ist irgendwie Licht verbuggt oder so. Ja, geht's in diesen Control-Raum? Bist du behindert? Oh, das können wir vergessen. Alter. Ja, was will ich denn da drin? Da sind keine Türen zum Verschließen. Guck bitte nicht hin, aber der Faden von einem Tampon hängt raus. Halt zum Maul. Meine Güte. Ja. Ich hätte es jetzt gemacht. Das natürlich. Kalt. Ja, soll ich machen? Da sind keine Türen, die ich abschließen kann. Ja und? Ne? Natürlich sind da Türen. Ja, aber die kannst du nicht abschließen. Und da kommst du nur mit Keycard rein. Sicher? Ja. Du lügst. Ey, wir überziehen schon wieder. So. Stimmt, da ist eine Tür. Aber der kann durch Glas schon wieder. Ja, das macht er glaube ich nicht kaputt. War der Sound Transmission on? Electromagnet off. Elektromagnet off. Off. So. Und wenn da unten ist, der Moor Breaker. Und wenn das Viech dann kommt, sobald es da auftaucht, müssen wir. Das hört man auch. Elektromagnet. Klickert, ja. On machen. Ich hoffe, wir müssen nach der Episode echt Schluss machen. Das gibt ja gar nichts. Jetzt muss eigentlich vielleicht auftauchen. Ja, oder? Haben wir ihn? Der muss noch, darf noch nicht rausgekommen sein. Ja, ich glaube, das passt so. Sound hätten wir auch ausmachen müssen. Der kommt. Jetzt nicht erschrecken. Und da haben wir ihn. Das dauert zu lang, oder? Ja. Den. Wir müssen kurz warten, bis die Melodie ausgeht wahrscheinlich. Machen wir Sound aus. Ich glaube, das ist da drin. Der Moorbreak ist das. So. Contained, Junge? Ich glaube, wir haben ihn. Wahrscheinlich kann man ihn sich jetzt anschauen. Wie er so auf der Stelle geht. Ja, und das andere ist weg. Meinst du, es wird auch dadurch contained vielleicht? Nee, ich meine. Also gehen wir raus. Oh Mann. Ich gehe ein bisschen schneller. Wenn du dann rummachst, dann müssen wir wieder splitten. Ja, sollen wir hier ausmachen? Nein, ich spiel weiter. Das guck mal dann. Ob wir an geeigneter Stelle einen Cut finden, wo hast du überhaupt die Level 4 Keycard her? Hä? Level 4? Ja. Keine Ahnung. Das müssen wir uns mal anschauen in der Videozusammenfassung. Irgendwo muss jetzt eine Tür sein, die uns zu dem Bürobereich bringt, oder? Eventuell, ja. Wenn Gate A kommt, Von da kommst du her, oder? Achso, ja klar, das ist ja wieder der andere. Du musst ja da durchgehen. Normalerweise geht es in SCP-096 vorbei. Und dann kommen wir meistens in eine neue Zone. Da waren wir überall. Da warst du noch nicht, oder? Geradeaus. Warte mal, ich schaue es mal rechts. Ja, da ist SCP-106. Echt? Ah ja. Meinst du, der kommt da, oder? Auf der Brücke. Kann man nur spekulieren, ne? Aber es gibt ja noch andere Wege, schau. Du wirst da runtergejumpt. Da geht's im Kreis. Da geht's im Kreis. Da ist blöderweise offen. Der ist von da so... Ich hab's genau gesehen. Diese Maus immer, ey. Bin ich jetzt daher? Ja, da wolltest du gucken. Da war das Rohr jetzt. Ah, da sind wir nicht weiter danach.
alle Möglichkeiten. Das war eine potenzielle Flucht. Das war die Tür, die wir gesehen haben. Ja, das kann auch sein. Das war das. Ich glaube, es ist ja nicht da. Maintenance. Zurück? Nein. Wieso denn? Ich will das heute fertig machen. Da kannst du durchgehen durch den Maintenance-Tunnel. Da doch zwei Ausgänge. Ja, dann ist es. Ja, dann geh bei dem anderen. Du hast bestimmt eine Sackgasse, ich sag's dir. Wahrscheinlich. Man könnte bei Maintenance auch sein, potenziell, aber das wäre echt genial. Jetzt rechts. Rechts. Sicher? Ja. Pass auf, dass er nicht rechts steht. Das war jetzt gewagt. Ich hab's nicht gesehen, dass da noch so ein Scheiß ist. Natürlich ist die Tür noch alle offen. Einfach so konzentriert. Da kommt jetzt das. Wieso muss ich mein Helm ziehen? Alter, das ist ja offen. Wir sind zum Zombie, oder? Geh da rein. Das ist so eine Dusche. Und die Gasmaske erstmal nehmen. Da, das ist ein Anzug, den kannst du nehmen. Okay, schocken. Du hast den jetzt im Inventar, glaube ich, nehmen, oder? Ja, du musst den nehmen. Der Hazmat Suit. Okay. Noch was hier? Ist das da noch dafür? Wir haben den Zut hier, ne? Das ist dieser Virus. Ich will den containern. Na gut, jetzt ist er freigesetzt. Machen wir dazu. Jetzt laufen noch 1000 Stück vor die Zombies. Bestimmt, ey. Kommen wir in den anderen Bereich auch noch? Mit der Karte, ne? Ich lasse den Zut mal lieber hier drin komplett an. Ja, da kommen wir auch so rein. Schau, da ist jetzt so ein Kartending. Ja, das war vorher nicht. Der hat es neu gemacht. Hat er wohl. Ja, okay. Soll ich hier wieder ausziehen können, oder? Ja. Hazmat Suit. Ja, und jetzt bist du da. Also durch den Maintenance. Nichts dabei. So, wo war der jetzt da? Ja, geradeaus. Und nochmal so eine Scheiße. Oh Mann. Ja, da taucht jetzt nicht plötzlich auf. Ich glaube, wenn, dann taucht er da nur beim ersten Mal auf, wenn man durchgeht. Ja, glaubst du. Ja. Und das jetzt gut. Kann man immer rückwärts durchgehen. Ja, weil der da auftaucht. Ja, nur am Anfang. Entweder er steht schon da oder nicht. Wie ist unser Plan? Einfach durchrennen, oder? Bis zur Tür, dann die ist dann verschlossen, oder? Ja, dann musst du erstmal wieder 5 Meter zurück und dann irgendwann hörst du, wie sie aufgeht. Ist schon nichts dabei. Fährt er mal? Nee. Das ist der nächste Bug. Mhm. Ja. Ah. Nee, die sind nicht gefahren. Was sind das? Jetzt fahren wir. Oh, das ist schon ein Bock. Task Force Unit 9 Tailed Fox has entered the facility. Da lang, ja. Da lang. Bring nicht so viel. Nimm die Gasmaske, dann kannst du mehr rein. Rennen. Links. Ich sehe ja kaum was mit dem Scheiß. Da, oder? Ich weiß nicht. Da geht's, glaube ich, in diesen komischen Raum da geradeaus. Achso, dann zu da lang. Ja. Ich hätte es gebraucht. Na klar, wir haben den 106er contained. Ach ja. Jetzt stehen wir woanders. Thank you.
Normalfall schon. Ja. Sackgasse. Ah ne, da geht's weiter, gell? Ja. Da geht's jetzt in den Office-Trakt. Glaube ich. An der Seite. Das ist immer unterschiedlich, diesmal. Und gleich hoch. Das war dieser Raum von Ibis SCP. Hard to destroy. Ja, Mückenkommando. Elektrozaun. Geradeaus, oder? Ja. Da kann ich nicht mehr auftauchen. Ja, das ist mir von der anderen Seite, ne? Ja. Dann müssen wir das irgendwie dann einstellen. Dasselbe? Die Tür aufmachen kannst, aber ich glaube nicht. Ja, du musst dann erst das Zeug da drin einschalten. So, das jetzt. Auch von der Wand entlang. Hier ist nichts passiert, ne? Nee. Kann ihn auch anschauen, aber halt nicht von vorne. Mhm. Nicht sein Gesicht. Ich glaube, der geht schon ab. Das klingt so. Das kann ich machen. Ja. Das war aber nicht der. Ja, das war der andere. Der war in diesem Raum da. Oh, wir haben ihn contained, Junge. Ja. Cause of Death, Fatal Cervical Fracture. Ja, das war der Schrei. Wer hat das geschrieben mit dem geilen Geschrei? Nur für dich. So, jetzt töten wir das Ganze, war lang genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.